Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder, heute mit dem AH-6M Little Bird. Aber bevor es richtig losgeht, ab in die Fahrzeugvorstellung. Der Boeing MH-6M Little Bird, Spitzname Killer Egg, ist ein leichter Hubschrauber, der für Spezialeinsätze der US-Armee verwendet wird. Ursprünglich basierte er auf modifizierten UOH-6A, später auf MD-500E. Die neueste Version, die MH-6M, basiert auf dem MD-530F. Das Angriffsmodell AH-6, A steht für Attack, ist vom MH-6 abgeleitet und unterscheidet sich vor allem durch seine Fähigkeit, Waffen zu tragen. Der AH-6M verfügt über ein vielfältiges Waffenarsenal und kann eine Vielzahl von Aufgaben durchführen, von der Aufklärung bis zur Panzerabwehr. Er ist äußerst agil und ist in der Lage, extrem Ausweichmanöver durchzuführen, die den meisten anderen Hubschraubern unmöglich sind. Ausgestattet ist er mit Wärmebildgerät und einem Ballistikcomputer. Bei Bedarf kann er mit 12,7 mm oder 7,62 mm Gatling Guns sowie mit den Hydra 70 Raketen Luftunterstützung leisten. Diese können auch durch das AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon System in Präzisionswaffen verbessert werden. Damit kann der Hubschrauber leicht gepanzerte Ziele aus der Ferne präzise ausschalten, während die AGM-114 Hellfire für schwer gepanzerte Gegner verwendet werden kann. So, die zweite Runde wird mit Seres sein, mit dem habe ich versucht ein paar Runden aufzunehmen. Mit dem Teil hier ist es manchmal ein bisschen schwierig. Also der macht echt Spaß, ist super wendig, aber er ist kein Kampfhubschrauber. Muss man ganz klar sagen, ihr werdet von allem rausgenommen. Von kleinen MGs, von großen MGs. Ihr könnt euch aussuchen, ob er hochfliegt und dann von einem 2S38 oder sowas oder von der Flak rausgenommen wird oder tief fliegt und von einem MG, von einem MBT rausgenommen wird. Also das könnt ihr euch überlegen. Also die typische Runde ist eigentlich, man macht so 2-3 Kills, aber dann wird man halt auch meistens relativ schnell zerlegt. Aber trotzdem macht er mir irgendwie Spaß. Solltet aber euch darauf vorbereiten, ein bisschen Frust zu haben. Ich weiß nicht, wie viele Aufnahmen ich jetzt schon gemacht habe. Alleine und mit Seres. Gucken wir einfach mal, was passiert. Wenn ihr das hier seht, bedeutet das auf jeden Fall, dass es wohl gut gelaufen ist. Weil sonst würdet ihr es nicht sehen. Da haben wir schon zum Beispiel so einen Angstgegner, einen Wilkas. Ja, den will ich ja nicht sehen. Da. Den habe ich. Und jetzt mache ich erstmal... Gehe ich erstmal kurz stiften, weil das ist eigentlich tatsächlich auch so die Taktik mit dem Ding. Hit and run. Wie gesagt, hier schießen schon einen Haufen Leute mit irgendwie MGs auf mich. Und das wollt ihr nicht. Ah, Das war doch nicht schlecht. Das waren jetzt zwei Kills direkt am Anfang. Und das ist tatsächlich für mich so die typische Runde. Wir sollten tatsächlich genug Punkte haben, um direkt nochmal reinzugehen. Und das mache ich jetzt auch. Weil die wissen jetzt, aha, der wurde abgeschossen. Mit dem müssen wir nicht mehr rechnen. Hehe, denkt ihr. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sitzt jetzt einer schon in der Flak drin und macht uns direkt weg. Oder ich versuche mich nochmal von der Seite irgendwie anzupirschen und mache noch den ein oder anderen Kill. Was war das, lieber Zephyr? Aber ich bin zufrieden. Zwei Kills direkt am Anfang. Ich bin zufrieden. Es wäre halt so geil, wenn du irgendwie noch eine 30er hätte. Aber ganz ehrlich, wenn du da eine 30er drunter hängst, passiert da gerade mal gar nichts. Quasi schon mal auf die zweite Runde vorbereitend. Da sage ich irgendwann, wir gehen in einer weiteren Runde, die es nicht geben wird, nochmal mit Hellfire-Raketen rein. Ich habe das versucht, es hat nicht funktioniert. Deswegen nicht wundern. Aber der hat halt 4 Hellfire 2 Raketen, kann er mitnehmen, aber meiner Meinung nach ist das hier eigentlich die Konfiguration to go. Die macht mir zumindest am meisten Spaß. Ja, man kann natürlich irgendwo am Arsch der Welt mit dem Ding rumhängen und irgendwelche Leute mit den Hellfire nerven, aber ist nicht unbedingt mein Gameplay, muss ich sagen. Ah, lol. Steht er ja immer noch. Oh, shitty, shitty, shitty. Ach, verdammt. Aber gut, ich habe noch einen Kill gemacht. Ich habe 3 Kills mit dem Heli in dieser Runde gemacht. Ich bin halbwegs zufrieden. So, aber jetzt gehen wir mal ganz normal noch rein und spielen und bringen diese Runde zu Ende. Wir wollen ja unser Team nicht im Stich lassen. Wobei, ich glaube, unser Team hat sich schon wie eine Brausetablette aufgelöst, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es da noch viel zu retten gibt.
Aber gucken wir doch einfach mal. Ja, hier hinter dem... Hinter der Wand steht einer. Oh, Kacke. Rückzug. Ja gut, die stehen halt schon komplett in unserem Spawn und hinter unserem Spawn. Das ist ja noch besser. Schubendrehkranz, sehr gut. Ja, mein Freund, das war leider nichts. Lol. Was hat mich jetzt erwischt? Lass mich bloß in Ruhe. Nee. Was ein Ründchen. Ach, das macht schon wieder super viel Spaß. Aber momentan, ich weiß nicht, wie es euch geht, während diesem Event. Wathan ist gerade nicht das schönste Spiel, muss man sagen. Bewegt mich am besten einfach nicht. Okay, ein bisschen tiefer noch. Oder nicht? So, der fährt nirgends mehr hin. Alter, er stirbt halt einfach nicht, ne? Ich weiß nicht, ob die Art hier noch raus ist. Ach, Wilkas. Ich hate you. Ich werde mich hier so teuer verkaufen, wie es geht. Da. Da. Wo kommen die denn jetzt überall? Ach, da oben ist auch noch einer. Oh, Scheiße. Ach ja, Eventzeit ist die beste Zeit. Und das Schöne ist, das werden wir jetzt immer haben, weil jetzt ist ja immer Event. Ja gut, mit der Tram brauche ich jetzt gar nicht reingehen. Das kriege ich zeitlich gar nicht mehr hin. Wow, da hat mich das Spiel aber richtig schön gespawnt. Naja, ich würde sagen, ihr seht jetzt noch eine Folge mit Seras, eine Runde mit Seras und dann ist gut für den AH6, aber er macht eigentlich Spaß. So, ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Map für dieses gute Stück, denn wir fangen hinterm Spawn vom Gegner an, das ist so affig. Aber ja, ist halt so. Ich bin gespannt, was passiert, Leute. Heute hat der Server ein bisschen Schluck auf. Wahrscheinlich ein DDoS-Angriff. Bei Lukas hat der Aufnahme hat es gerade alles ganz gut funktioniert. Schauen wir mal, ob wir hier rausfliegen. Aber ja. Übrigens. Bin der Aufnahme technisch nervlich, naja. Ja. Auch dieses Video wieder in 1440p, der eine oder andere wird es ja mitbekommen haben. Die Qualität sollte besser sein als vor 2 Wochen noch. Aber jetzt gucken wir mal, was man mit diesem guten Gerät hier anrichten kann. Ich habe mich ehrlich gesagt ziemlich drauf gefreut, weil ich dieses gute Stück halt aus, gerade aus Battlefield 2 kenne und dort, sag mal, geliebt habe. Ist halt jetzt nicht so die riesen Kampfmaschine, aber der macht, finde ich, trotzdem Spaß. Er ist super wendig, super nervig, wenn es gut klappt. Und Alter, sind da viele Gegner. Wo denn? Hier. Eins. Zwei. Ah, der kann nur nicht mehr wegfahren. Hui! Nein! Nein, hört auf mich zu schießen. Das ist nicht... Nein! Aber das ist voll in Ordnung. Ich habe damit gerechnet, dass das ungefähr so passiert.
Aber ich müsste eigentlich, 3 Kills müssten doch eigentlich, ne, habe ich 2 oder 3? 2. Müsste doch eigentlich für einen zweiten Start lang. Oder? Oder? Aber sicher langt es für einen zweiten Start. Aber. Nee, langt nicht für einen zweiten Start. Nein, egal. Dann gehe ich kurz mit was anderem rein, Freunde. Und dann. Oder wobei, wir könnten es mit den 50. Nee. Ich muss leider kurz mit was anderem rein. Aber das machen wir gleich nochmal. Also dafür ist dieses Ding gebaut, halt zum Nerven. Es ist kein Kampfhubschrauber, um das mal klar und deutlich zu sagen. Obwohl das wegen Raketen hat, aber das macht es halt nicht zu einem Kampfhubschrauber. Ich versuche jetzt, wenn du was markierst, kannst du, wenn du was siehst, kannst du markieren, dann kann ich spotten. Ich versuch's, aber ich werde nicht riskieren, dass ich dabei drauf gehe. Bist du direkt schon hinter mir? Ah, nee, du bist ja noch voll weit weg. Da. Nee, ich arbeite einfach von hier aus. Fliegeralarm 20. Fliegeralarm 20. I don't see shit. Das hört sich nach Heli-Dampfer-Raketen an. Ja, Alter, sind da viele. Direkt bei meinem Wrack sind 3 Gegner. Okay. Alter, der gleiche Typ hat mich jetzt zum zweiten Mal gekillt. So, dann gucken wir doch mal, ob Steine Killer killern können. Kille, kille. Feindlicher Hubschrauber. Wo? Hinter unserem Spawn. Ja, ich habe den eben schon gesucht, habe ihn aber nicht gesehen. Ach, da! Sagt das doch einer. Oh, das wird dir gar nicht gefallen, die Rakete ins Gesicht, ne? Das wird dir gar nicht gefallen. Nein! Scheiße. Ja gut, ich wollte ihm eigentlich eine Top-Down-Rakete ins Gesicht jagen, aber das wollte er irgendwie nicht. Ganz komisch. Er ist wirklich merkwürdig. Lol. Okay, wie hat er mich kommen sehen? Gut, dann gehe ich halt jetzt nochmal den Heli rein. Nochmal mit den Raketen. Ich finde den süß. Der Gegner gewinnt. Mensch, das ist ja, das hätte ich nie gedacht. Ganz komisch, also das, ne? Ja. In der zweiten Runde, meine Damen und Herren, übrigens, werden wir es andersrum machen. Da werde ich erstmal in den Panzer reingehen. Denn dieses gute Stück kann auch 4 Hellfire 2, glaube ich sogar. Kann ich jetzt nicht nachgucken. Hätte ich eben gucken müssen. Auf jeden Fall Hellfire, ob sie 2er sind, weiß ich nicht. Wobei ich mir ehrlich gesagt eh nicht sicher bin, ob die im Spiel überhaupt einen Unterschied machen, weil... Weiß ich nicht. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Ich glaube nicht tatsächlich. Also in Realität ja. Im Spiel, ich glaube nicht. So. Mit dem hier muss man halt immer aufpassen, dass hier auch ja kein Flugzeug irgendwie in der Nähe ist, weil... Nix gegen Maßnahmen und so richtig Waffen gegen ein Flugzeug oder gegen einen anderen Heli eher auch nicht. Eure Kannst du zufällig auf den da gehen? Will ich schießen, ja? Ja, mach ihn platt bitte. Der dominiert das Ganze. Wegen dem habe ich verloren. Aua! Ja. Ja. Aua. Scheiße. So viel dazu. Sorry. Ist denn hier schon wieder ein Heli? Ah, ne, es war auch eine. Alter, der Begleitpanzer rasiert gerade alle unsere Helis weg.
Okay, man kommt nicht mehr aus unserem Spawn raus. Links neben dir steht ein Gegner. Ungünstig. Links neben mir. Auf den noch meinst du? Ja. Wusste doch, dass ich da was gesehen habe. So geil. Da ist Rauch quasi und durch den Rauch sehe ich einen weißen Punkt. So Banane. Okay, die Punkte sieht man auch immer noch, wenn der Rauch weg ist. Geil. Spiel, du bist das Beste. Optimiert bis zum Tod. Ah, ich habe endlich meinen Killer von ganz am Anfang gekillt. Sehr gut. Ah, da müsste eigentlich... Was eine dämliche Runde. Kaum. Also ich meine, du hast ein paar Kills mit der Hubi gemacht, das ist schön, aber ansonsten... Ja... Wir hatten schon bessere Runden. Bisschen. Wow, ne, man kommt hier nicht mehr aus dem Spawn raus, ne? Ja, aber die, das ist leider die zwei Hubi-Kills waren auch das Einzige, was ich gerissen habe. Yeah.